Und uiuiuiui, ganz große Klappe für einen gegen 21. Boah, 17 Angriffsstärke. Ist nein, was schön ist das denn? Und ihr seid wieder. Komm, Kinder, ich nehme euch gleich mit, ey. So nett bin ich mal. Und das Gold ist weg. Okay, wie gedacht. Wie gedacht und vermutet. Kann hier höchstens ein Holzfällerlager hin, aber das Holz wird auch schon weg sein. Na gut. So, außengelegene. Aber Steine. Steine können ganz interessant werden. Weil Steine kann man nicht für teuer Geld verkaufen. Bla. Bla 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 bla. Okay. Dann macht ihr erstmal Steine, Kinder, ne? Und dann schauen wir weiter. Ihr erkundet mal weiter die Gegend. Ihr macht es toll. Muss auch ein kleines Lob zu sprechen. Ja, psychologisch wichtig, einfach mal zu sagen, hey, du machst deine Arbeit klasse. Ja, ob man sich dabei denkt, was das für ein Opfer ist oder nicht, egal. Das ist nicht wichtig. Das Tor ist zu. Hier kommt man nirgends durch. Okay, das ist gut. Ich dachte gerade schon und genau das war das Problem. Was sind wir wieder witzig, Kinder, ne? Was sind wir wieder witzig? Okay. Rund geht's. Ich weiß, warum? Was machst du da? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Wo hat das Leben seinen Sinn? Warum ist dieser Dorfbewohner immer noch bei uns? 21, okay. So. Ah, das ist schön, diese komischen Mamelucken, die sind anscheinend Werfer, die kämpfen gar nicht halt mit Schwert, sondern, also sie kämpfen mit Schwert, aber sie werfen die einfach. Interessant, interessant. Gut, dann bekehren wir einen von euch, dass euch gegenseitig abschlachtet. Nicht eskalieren, Kinder, nicht eskalieren. Also eigentlich schon eskalieren, ich meine, was spricht dagegen? Tschüss und tschüss. Und tschüss. So, Nahrungsversorgung jetzt. Was ist sowas Richtiges, habe ich irgendwie immer noch nicht entdeckt. Außer, dass ich die Dorfbewohner noch schnell mitnehmen könnte. Ist schon ziemlich mickrig, was sie mir nicht entgegenzubieten hat, muss ich eher sagen. Aber ins Dorfzentrum bin ich ehrlich, traue ich mich eigentlich noch gar nicht ran, weil das Dorfzentrum ist mir doch ein bisschen zu dick eigentlich. Jawohl, ne? Von nix kommt nix, Kinder, ne? Muss auch mal irgendwie ein bisschen aggressiv kämpfen. Und tschüss. Okay, ich habe einen verloren, das macht aber nichts, das macht nichts. Ich habe drei verloren, das macht nichts, macht nichts, macht nichts. Habe ich den Turm noch mit? Warte mal, gehört der? Die fünf, aber die fünf Türme sind Jerusalemer Türme. Müssten zumindest sein. Müssten Jerusalems Türme sein, doch. Nein, komm, ich will's gar nicht wissen. Mach einfach, wie du meinst, ne? Mach, wie du meinst. Ist mir echt egal. Scheißegal ist mir das. Nein, Häuser zu schön brauchen wir nicht. Aber ich glaube, die Tempelritter können wir auch so niederstrecken. Nein, 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 nein. Vergesst es mal wieder, Kinder. Vergesst es mal schnell wieder. Hey, Dorfbewohner, denkt auch, ihr seid die Könige der Welt, oder was? Dann schaut mal schön zu, wer die Könige der Welt sind. Die wahren Könige der Welt. Das wäre ein Wortspiel. Die wahren mit H und die wahren ohne H. Also die wahren Könige und die wahren Könige. Boah, armselig, wenn man einen Wortwitz erklären muss, aber naja. Das ist auch immer fies, Wortwitze zu... Also... Es gibt teilweise Wortwitze, die gehen nur, wenn du sie sprichst. Und es gibt Wortwitze, die gehen nur, wenn du sie schreibst. Aber so ein Wortwitz, der mit Schreiben und Sprechen geht, wüsste ich jetzt gar nicht. Also ich meine, gibt's bestimmt, da fällt mir gerade keiner ein. Weil ich so dumm bin. Muss auch ehrlich sein, Kinder. Muss auch ehrlich sein dürfen. Steine sind... Oh, die gehen langsam weg. Gehen weg wie warme Semmeln. Obwohl sie weder zum Essen noch warm sind. Irgendwie. Naja. Sind Wüstensteine warm? Wahrscheinlich. Unnötige Fragen, die Welt nicht braucht. Sind Wüstensteine warm? Wollte ich immer schon mal wissen. Naja. So, dann seid ihr weg.
Und dann haben wir mal diese erste Tempelritter-Opfer-Zeug da, haben wir erstmal weggemacht. Pass auf, du bekehrst mal den ersten, du bekehrst mal den zweiten, du bekehrst mal den dritten und du bekehrst mal diese Belagerungseinheit. Und nein! Was? Scheiße. Habe ich nicht gesagt, aber scheiße. Oh Mist, wenn ein Marktplatz durchbricht, dann stehe ich da. Nein, das ist nicht gut. Aber dann muss ich ehrlich fragen, was mache ich mit euch? Mit euch geht's, Kinder, mit euch geht's. 77? Ach klar, weil ich bekehrt habe, deswegen habe ich 77. Ah, ja, ja, ja. Logik, Logik, Logik. Logik ist vorhanden. Logik können wir. Ihr könnt aber eigentlich nochmal kurz einen Ball hier außen rumziehen. Was heißt ihr? Das macht einer und dann passt es. Genau, und dann könnt ihr mal expandieren und hier ein bisschen Holz schlagen. Das passt schon so. Nix zu danken, nix zu danken. Seine Leute in den Tod schicken, nix zu danken. Hab ich gern gemacht. Ich bin doch hilfsbereit und nett, ey. Und wer was anderes sagt, ist tot. Nee, Quatsch. Ah. Oh, einmal entspannen hier. Ich weiß nicht, ob ich die Karte noch ein bisschen mehr nach Gold absuchen soll. Oh, 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 die Steine gehen weg. Oh, die sind wirklich gleich weg. Mist. Ah, wollte ich ja gar nicht. Also wollte ich schon, aber die sollen sich mal ein bisschen mehr Zeit lassen, Kinder. Da stehst du auch unter Druck irgendwo. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Oh. Jetzt kommen sie aber. Kommt durch her, ey, Kinder. Eins. Und der nächste. Haben sie noch mehr auf Lager? Nicht, ne? Nee, die haben gar nichts auf Kette. Die haben nichts auf Kette, haben die, wenn sie mal ehrlich sind, ey. Ich frage es nur noch, ob hier Dorfbewohner oder beziehungsweise ein Dorfzentrum ist, natürlich. Oh, Mist, einen hat's erwischt. Ihr Türmenschweine. Ihr Turmschweine. Oder so. Nein, 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 nein. Ah, da seid ihr drei Schlingel. Die alten Schlawiner, ey. Hätte ich nur mal Verbündete, mit denen ich die Karte erkunden kann. Natürlich habe ich nur Feinde, sicher. Aber... wir sind doch mal nett, komm. Am Ende kriegen wir den Stern, ja? Am Ende kriegen wir den Stern. Möchte ich gar nicht diskutieren irgendwo. Ich meine, wie sind halt die, die mit dem Stern dann dastehen am Ende beim Tribut, wer meist Tribut gezahlt hat. Und alles andere ist mir eigentlich egal. War da jemand? Oh, da war anscheinend jemand in unserer Gruppe drin. Soll mir recht sein. Ah, du. Du, mein Freund. Ich lass hier nicht mit mir spielen. Sag mir, wo euer Dorfzentrum ist. Sag mir, wo euer Dorfzentrum... Ach nee, euer Dorfzentrum will ich noch gar nicht. Euer Dorfzentrum kann sein, wo der Pfeffer wächst, ey. Bin ich ehrlich. Das ist mir... Raus, raus, raus. Ich will da gar nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich hab nie was gesehen. Okay. Haben wir dich weg... Okay, ich hätte Jerusalem, bin ich ehrlich, ich hätte Jerusalem viel, viel größer eingeschätzt. Also ich hätte es für so eine... Über-Mega-Kathedralen-Stadt gehalten oder so ähnlich. Wer ist denn... Ach so, du! Nee, 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 alles gut, mein Freund, alles gut. Dich putz mal da weg wie ein Ratzeputz, putz mal dich da weg da. Sind wir da ehrlich? Sind wir ehrlich, sind wir da? Kannst du hier Holz machen, du hier. Und... Mönche... Wow, hatte ich nicht mal mehr? Ich hatte doch mehr. Ach, da seid ihr! Grumble, kommt her, ey! Einfach desertieren oder was? Ich raste ja auch. Weil so geht's ja nicht, Kinder. So geht's ja nicht hier. Sich einfach aus dem Staub zu machen. Bist du mal tot? Danke. War das jetzt so schwer? Nee, Mann. Ah, okay. D
Was? Okay. Ach man, diese kleinen, diese komischen Ritter, die gehen mir auch auf den Sack, ey. Weißt du, sollen sie doch was Ganzes bringen oder gar nichts. Aber doch kein so halbes Gefitzel irgendwie. Genau, beschäftigt euch mal damit und ihr kriegt den nächsten Stein. Ich hoffe mal, ihr bleibt turmverschont. Ja, wenn ihr euch nicht zu dumm anstellt, bleibt ihr turmverschont. Und wenn ihr euch zu dumm anstellt, Pech gehabt. So, den ersten. Ich habe gehört, meine Felder reichen nicht mehr. Meine Felder sind inzwischen aufgebraucht. Scheiben, Kleister. Ach, Mist. Okay. Naja. So, ja, okay, hätte ich bedenken sollen. Feldarbeit. Okay. Eure Felder sind auch wieder aufzufüllen. Genau, da kriege ich eins hin, da kriege ich eins hin und da kriege ich keins hin. Okay, dann musst du eben sterben, sorry. Du bist leider zu nichts mehr zu gebrauchen. Du bist aussortiert. Oder so ähnlich. Ich frage mich nur gerade, wo sind meine ganzen Ritter? Also, weiß ich auch nicht. Denk mir erstmal die hier die Stärksten der Welt und dann sind ja solche hier, ne, weißt du? Finde ich auch nicht gut. Aber ich, ist immerhin schon mal gut zu wissen. Jerusalem, ja, die lassen sich nicht mit sie spaßen, ja. Die joken hier gar nicht rum. Was ist denn das eigentlich, was du mir denkst? Sind es die Paladin? Ne, gepanzerte Elite-Reiter. Uiuiui. Und Paladine. Und gepanzerte Elite-Reiter. Okay, Kinder, das war's für euch. Ich bin raus. Und der erste Stein ist weg. Mach mehr Holz. 5 Reiter. Ne, warte, 5. Ah, was soll ich hinterher schicken? Komm, noch 5 Ritter. Kann nicht schaden. Oder eine so Kanonen könnte ich auch. Oh, boah, scheiße, schwer. Machen wir es so. Irgendein Kabel ist gerade runtergefallen, aber ist mir egal. Ich alter Gangster. Ich lasse sie gar nicht mit mir spaßen. Wow. Nein. Scheiße. Angriff. Deutschritter, du gehörst mir in 3, 2, 1, 0. Danke. Boah, nee. Mein Deutschritter kann geopfert werden, ist mir egal. Oh klar, damit hätte ich vielleicht rechnen sollen, dass die durch meinen Wald durchkommen. Naja. Wird's logisch für mich. Einen Dorfbewohner brauche ich kurz. Ach, dann nehme ich halt dich. Wenn ihr schon kein Holz machen wollt, macht halt kein Holz. Bin ehrlich, Holz brauche ich eigentlich sowieso gar nicht mehr so stark. Ah, na gut, soll ich so. Nächste Frage, soll ich die Mönche mitnehmen? Ich glaube, ich nehme die Mönche tatsächlich mal mit. Und der erste Mönch ist tot. Und der zweite Mönch ist tot. Nein, der erste. Oh, der hat's überlebt. Geil. Mein Reiter geht auf dich. Nicht mal in Ruhe kann man hier eine Angriffswelle starten, ey. Wahnsinn. Das ist schon fast penetrant, was hier abgeliefert wird. So, 1, 2, 3 und tschüss. Boah, nee, Wahnsinn. Hauptsache mir auf den Piss gehen. So, 2 Kanonen. 2 Ritter können wir noch dazu klatschen eigentlich und dann... Angriffswelle geht rund, ich bin dabei. Angriffswelle 2013, ich war dabei. Oder irgendwie so. Nein. Warum geht Jerusalem jetzt auf mich? Was soll denn das? Als ob ich eine Gefahr wäre. Das haben wir schon mal besprochen. Ich bin nur der nette Tourist aus Griechenland, der sein Geld ausgeben will.
Ja, okay, es wäre irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, stimmt schon. Nee, habt ihr recht, Kinder, ihr habt recht. Ich nehme alles zurück. Hier bitte einen imaginären Lacher einfügen. Das hört sich an wie so ein abgesoffener Motor. Das hat sich eigentlich angehört wie irgendwie gar nichts. Das hat sich einfach nur behindert angehört, sind wir doch mal ehrlich. 3, 2, oh, 2, okay. Ja, 2 von mir aus bin ich dabei. Nächster Angriff. Ich will eigentlich noch abwarten, bis ich die ganzen Reliquien, das ganze Reliquienzeug gemacht habe. Was Reliquien? Diese Mönchentwicklung, genau, Mönchentwicklung. BY. Werde ich nie wieder brauchen, BY den Shortcut, aber ich habe ihn. Ja, der Shortcut ist sicher, meine Damen und Herren. Warum habe ich nur einen Mönch? Es schockiert mich gerade ein wenig, dass ich nur einen Mönch habe. Ich will mehr Mönche. Ich will weniger Dorfbewohner, die dumm rumstehen, und mehr Mönche. Oh, ich glaube, meine Damen und Herren, es ist mit heute extreme Stolpergefahr genannt. Ihnen gefallen. Tja, scheiße gelaufen, ne? Das ist dann auch so ein Scheiß-Dog, wo einfach gar nichts richtig geht, Mo. 3 hiervon, 2 hiervon sind wir bei 72. 1, 1, 1, danke. Ganz ehrlich, das wird Bombe. Ich freue mich schon. Ich hätte vielleicht ein paar Mamelucken noch, obwohl... Okay, 2 Mamelucken, komm. Was kostet die Welt? 7,7 Quadrillionen Euro. Ja, ist so, ne? Muss man auch ehrlich sein, Kinder. Holz. Habe ich da oben noch genug? Dann könnt ihr eigentlich Holz machen. Was anderes brauche ich gerade gar nicht. Und wow, ich nehme schon ganz schön lange auf. Tja. Kann man auch nichts machen. Soll ich? Komm, soll ich? Ich krieg euch doch. Nicht genug glauben, was? Willst du mich verarschen? Glaube. Glaube, alter Schelm. Und meine, warte. Okay, meine Ritter. Beziehungsweise meine Kämpfer sollten erstmal noch kurz geheilt, Kabelhilfe, mal kurz geheilt werden. Und 75er Limit habe ich, okay, bin voll. Okay, komm, scheiß doch so ein Kack-Dings da, ey, braucht doch kein Mensch. Ich würde sagen, Angriff, die Welle kann starten. Warte, 14, 8, 28, nee, Quatsch, 35. Ich dachte gerade schon, ich kann nicht 41 aufnehmen. 40 ist doch die Grenze. Nee, alles gut? Einmal noch speichern, einmal noch das entwickeln, einfach weil ich es kann. Einmal noch die Mönchentwicklung durchkloppen. Einmal noch Nahrung verkaufen, dass ich auch genug Gold habe. Einmal die Preise in den Keller treiben. Und dann kann die entscheidende Angriffswelle beginnen. Könnte. Ich überlege einfach, ob ich das nächste Mal weitermachen soll, aber boah. Ich habe eigentlich schon richtig Bock jetzt. Die einfach mal wegzubashen. Hallo Mensch, der vor meiner Haustür ist und Dinge redet. Wer bist du? Und was hast du mit John gemacht? Nee, was? Quatsch. Zack, zack, zack. Okay. Tor ist offen. Das Tor zur Welt steht euch offen. Seid ihr, wie stark seid ihr? 7 plus 4. Weiß ich nicht. Bin ich ehrlich, weiß ich nicht. Ah, okay, ich darf wieder separieren. Dolph. Zu viele Kämpfer. Ja, First World Problems, zu viele Kämpfer. Ärgerlich sowas. Meine Idee war das nicht, bin ich ehrlich.